Hey ho und willkommen zu Vlog 21. Die das jetzt nicht die Vlogs davor gesehen haben, 1 bis 20, auch nicht so schlimm. Denn mein Thema heute ist: Das Videoamt hat recht. Wie komme ich auf dieses Thema? Naja, also ich verfolge das jetzt auch ein wenig, so ein paar Monate erst. Das eine Duell, dann das nächste Duell. Aber das Videoamt hat immer recht gehabt bislang. Ich denke mal, die kämpfen für Recht und Ordnung bei YouTube. Und so welche muss es viel mehr geben. Es muss viel mehr Kämpfer geben, die nicht es einfach so hinnehmen. Es gab zum Beispiel dort beim Videoamt, das hatte ich auch unter meinen Favoriten, leider ist das jetzt entfernt worden, das Video, mit den über 600% mehr Views. Wir ehrliche YouTuber, ja, profitieren überhaupt nicht davon. Wir bekommen mehr Nachteile, weil irgendjemand irgendwelche Namen genommen hat, die jetzt momentan populär sind oder momentan in sind oder sonst irgendwas. Die Kleinen, so welche wie meine Wenigkeit, die kommen überhaupt nicht in die Top 100 mit deren Videos. Und es ist einfach eine Frechheit von denen. Von denen, die das machen. Genauso wie Joe das gesagt hat. Grüße ich ihn. Vielleicht sieht er mein Video. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Für einige, die dann sich wundern, warum macht der so komische Cuts. Das ist meine Spezialität eigentlich, kann man schon so sagen, dass ich einfach so ganz komische Cuts mache, ist meine Art und Weise, aber ich mache meine Videos aus reiner Spaßigkeit und nicht, weil ich irgendwie Geld verdienen will oder sonst irgendwas, und deswegen habe ich auch bislang dieses mit der Umsatzbeteiligung, die es ja hier bei YouTube gibt, nicht aktiviert, weil ich mache das wirklich aus reinem Spaß, weil mir das einfach gefällt, Videos zu machen. Auch wenn einige sich über mich lustig machen oder irgendwie meinen, dass ich keine Hobbys hätte oder sonst was. Den soll das eigentlich überhaupt nicht interessieren. Bei den Großen, ja, die tun sich selber weh. Oder besser gesagt, ihren Fans. Also bei einigen, ich will keine Namen nennen, sonst könnte es sein, dass dieses Video gesperrt wird. Und beim Videoamt hingegen, das würden die nicht tun, weil die ganz genau wissen, Mensch, der will uns eigentlich helfen, der will nicht uns zerstören, der will nicht irgendwie jetzt meinen, wir sind schlecht, nein, überhaupt nicht. Also ein dickes Lob an Joe, super, du machst das wirklich klasse und lass dich von niemandem unterkriegen, selbst wenn die dir dein Konto sperren, egal, du schaffst das. Mit unserer Hilfe, also unseren, mit uns als Fans von dir, wirst du es auf jeden Fall weiter schaffen. Wir werden dich auf jeden Fall weiter unterstützen, soweit es möglich ist. Ja. Er kämpft auch für Gerechtigkeit. Guckt euch seine Videos an, also ich verlinke sie mal da. Da ist sein Channel. Raufgehen, ne? Abonnieren, ganz wichtig. Und als Freund hinzufügen, auch wichtig. Jedes Abo, jeder Freund hilft. Hilft, dass es YouTube Ehrlichkeit weitergeht. Er ist einer der ehrlichsten, finde ich, bei YouTube. Und deswegen müssen wir so einen ganz doll fördern. Wir Kleinen selbst müssen so, also die ganze Community muss so jemanden haben wie ihn. Das ist jetzt nicht irgendwie Verliebtheit oder sonst was. Ich finde das richtig, was er macht. Und Leute, die was richtig machen, muss man unterstützen. Deswegen hat das Videoamt halt recht. Es hat recht mit denen, dass die Großen sich selbst irgendwie ins Knie schießen oder mit irgendwelchen Aktionen Fans verlieren, die eigentlich die Videos grundsätzlich mögen. Und dazu hat er auch recht, dass das immer dubioser wird. So von wegen, dass die Kategorien einfach so überwunden werden, so
dass irgendein Video in allen Kategorien auf einmal so auf Platz 1 ist und es hat überhaupt nichts damit zu tun. So welchen Leuten, die müsste man einfach mal Begrenzungen setzen. Einfach Begrenzungen setzen oder sonst was. Es müsste bei der Community sozusagen eine extra Community geben, die unbestechlich ist, die auch darauf achtet, selbst bei den Partnern sowas zu machen. Also ich hoffe wirklich, dass dieses Video jetzt nicht gelöscht wird wegen irgendwelchen anstößigen Äußerungen oder irgendwelchen anstößigen Sachen. Und falls ich was vergessen habe, ihr könnt mir jederzeit was schreiben. Kommentarbox gibt es auch unten. Ich freue mich auf so gut wie jede Antwort, selbst die schlechten Antworten, dann kann ich nämlich was ändern an mir oder an meinen Videos. Und ja, an jeden YouTuber, der was ändern will, helft mit, helft dem Videoamt für ein gerechteres YouTube und ja, mehr kann ich jetzt gerade nicht zu sagen. Also das war's von meiner Seite aus für jetzt. Vielleicht mache ich noch demnächst oder wie auch immer oder wann auch immer einen weiteren Vlog über dieses Thema. Schauen wir mal einfach, ne? Und damit bin ich jetzt raus.